Liebe Schwestern, liebe Brüder hier vor Ort in unserer Pfarrkirche St. Josef, liebe Schwestern, liebe Brüder an den Monitoren. Ein jeder von uns hat Talente. Keiner kann alles und keiner kann nichts. Der eine kann ganz gut malen, ein anderer ist handwerklich begabt und ein dritter kann sehr schön Gedichte schreiben. Wenn wir unser aller Leben betrachten, dann finden wir bestimmt etwas, worin auch wir besonders gut sind, ein besonderes Talent haben. Etwas, das vielleicht andere nicht haben und wodurch wir uns voneinander unterscheiden. So ist es auch natürlich bei mir. Auch ich habe das ein oder andere Talent. Aber was ich nicht habe, ist zum Beispiel das Talent, ohne mein Navigationssystem immer meinen Weg zu finden. Das geht mir irgendwie ab. Auch hier in unserem Sendungsbereich bei 19 Pfarreien, da brauche ich leider immer noch das Navi. Sonst käme ich gar nicht an. Oder wenn ich für die Schützen und mit den Schützen unterwegs bin, dann wüsste ich gar nicht, wo das alles ist. Sollte das Navi einmal ausfallen, beispielsweise heute Nachmittag, wo ich in Alfter war, an einem Ort irgendwo da in Alfter, dann wäre ich verloren gewesen. Ich hätte nicht gewusst, wie ich zurückkomme. Irgendwie hätte ich es wahrscheinlich geschafft, aber erstmal stehe ich da. Denn ich habe mehr oder weniger inzwischen ein blindes Vertrauen in dieses System. Über Jahre hinaus ist es gewachsen. Man gibt etwas ein und in der Regel kommt man ja auch da aus, wohin man will. Während der Fahrt wird nicht auf die Beschriftung am Straßenrand geachtet, denn das Navi, es weiß ja, wohin es will. Ich kann mich also ganz und gar auf diese Stimme verlassen, die da ständig zu mir sagt, linksrum, rechtsrum, geradeaus. Das Navi, das weiß das. Das Navi, aber eigentlich ist das gar keine Person. Da ist eine Stimme. Dahinter verbirgt sich niemand. Außer einer, der das vielleicht mal programmiert hat. Eine künstliche Stimme ist es, die mir irgendwie den Weg weist. Eine Stimme, die ich nicht kenne. Eine Stimme, die eigentlich irgendwie da ist und doch nicht da ist. Und darüber hinaus ist diese Stimme auch noch immer verbunden mit dem Weltall, mit Satelliten. Diese helfen dann der Stimme in meinem Navigationssystem, meine Position zu bestimmen und mich zurückzubringen. Und in der Regel klappt das ja. Wenn man darauf achtet, dass es ja manche Orte gibt, die genauso gleich heißen, aber halt in anderen Ländern sind, dann funktioniert das. Gibt man zum Beispiel Rom ein, dann kann man in Italien auskommen, man kann aber auch im Oberbergischen auskommen. Mehr oder weniger gibt es da einen Unterschied. Stellt man fest, wenn man angekommen ist. Was bedeutet das Ganze für uns alle, außer dass es mir anscheinend an einem gewichtigen Orientierungssinn fehlt? Zumindest das, dass wir uns vielleicht alle auf so ein Navigationssystem immer wieder vertrauen. Mehr oder weniger sagen wir, das wird schon funktionieren. Der heutige Pfingstsonntag lädt uns ein, auch auf ein Navigationssystem zu schauen, nämlich das, was von Gott kommt. Es hat weniger was mit Google oder TomTom zu tun, es ist halt der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist, der will auch uns navigieren in unserem Glauben, in unserem Leben. Er will bei uns sein, so wie es Jesus ja gesagt hat. Er ist der, der mit uns auf dem Weg ist. Er ist der, der uns an das Ziel unseres Lebens führt. Am Tag unserer Taufe haben wir gleichsam unser Lebensnavigationssystem auf dieses Ziel hin eingestellt. Das Ziel unserer irdischen Pilgerschaft, die ewige Gemeinschaft bei Gott. Bis es aber soweit ist, sind wir natürlich unterwegs. Der eine mehr, der andere weniger. Da gibt es einige, die kennen den Weg ganz genau, die können direkt drauf zufahren. Von nichts lassen sie sich abbringen. Nein, sie sind auf einem guten Weg. Hoffentlich ist es auch so.
Und dann gibt es andere, die sich auf die Autobahn des Lebens gewagt haben, obwohl sie nicht immer wissen, wohin die Reise geht. Die sich nicht mehr auskennen, die vielleicht sogar verzweifeln, weil ihnen die Wege des Lebens nichts mehr sagen. Und da ist es gut, dass wir dieses Pfingstfest haben. Denn hier wird uns etwas gesagt, auf das wir dann immer noch bauen dürfen. Nämlich auf diese Wegorientierung, die vom Himmel kommt, diesen himmlischen Begleiter. Er hilft uns, den rechten Weg zu finden, wenn wir auf diese Stimme wirklich hören. Das Navigationssystem im Auto, darauf hören wir ja auch. Warum vielleicht nicht immer auf den Heiligen Geist? Gerade das ist ja dann wichtig, wenn wir uns verrannt haben, wenn wir uns im weitesten Sinne verfahren haben, wenn eine Situation verfahren ist, dann tut es gut, draufzuschauen. Auf unser inneres Navigationssystem, auf den Heiligen Geist, die Kraft und Stimme Gottes. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ein Navigationssystem im Auto. Wenn man so manche Geräte vergleicht am Auto, dann wird man feststellen, dass manche genau 7 Satelliten brauchen. Das hat wohl irgendwas damit zu tun, dass so ein Navigationsgerät von mehreren Richtungen angefunkt wird. Und 7, wem wundert's, ist natürlich auch die Zahl des Heiligen Geistes. Eine heilige Zahl. Wir sind eingeladen, diese Gaben gerade am Pfingstfest besonders zu erbitten. Den Geist der Weisheit, der Einsicht und des guten Rates. Wir sind eingeladen zu sein und zu öffnen für die Stärke des Heiligen Geistes, die Erkenntnis von Gut und Böse, Frömmigkeit und Ehrfurcht vor Gott. Dies sind gleichsam so Wegmarkierungen auf unserem Lebensweg, auf unserer Fahrt durch das Leben. Und auch diese gilt es immer wieder neu anzufahren, diese wahrzunehmen. Und gleichsam wie so ein Navigationssystem im Auto, das sich ja auch immer wieder neu in Verbindung setzen muss zum Satelliten im Weltall, so sind auch wir immer wieder eingeladen, uns selbst immer wieder neu einzuloggen, wie man so schön neu sagt, in Verbindung zu treten zu dem, der uns immer wieder neue Wege zeigt, uns immer wieder neu auf den richtigen Weg bringt. Wir sind eingeladen zu feiern, den Heiligen Geist. Wir sind eingeladen, drauf zu schauen auf den, der mit uns geht. Es mag sein, dass wir im Hinblick auf unser Auto immer gut an unser Ziel kommen, dank der Hilfe des Navigationssystems. Wir kommen vielleicht auch mal an unser Ziel ohne dieses technische Gerät, nämlich dann, wenn wir den Weg schon mehrmals gefahren sind. Was uns aber nie gelingen wird, liebe Schwestern, liebe Brüder, ist, dass wir ohne Hilfe Gottes, ohne den Heiligen Geist an das Ziel unseres irdischen Lebens kommen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Ihn können wir nicht ausschalten, weil wir meinen, wir kennen jetzt den Weg. Er gehört dazu. Und so dürfen wir miteinander beten, dürfen wir rufen: Komm, Heiliger Geist, der Leben schafft. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft und verbinde uns mit ihm, dem Vater und untereinander, auf dass wir auf gute Wege sind, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Miteinander sind wir.